Willkommen zurück zu meinem WoW-Let's Play mit dem Pandaramage. Wir gehen nun zu Luz 2 Schuh. Und da in diesem Part, beziehungsweise im letzten Part, mir noch niemand gesagt hat, was machen wir mit unserem Questgegenstand hier. Machen wir die Quest, machen wir sie nicht. Mache ich sie jetzt erstmal nicht. Um Level 14 habe ich vor, euch Spieler gegen Spieler vorzuführen. Auch wenn ich absolut kein Gear dafür gesammelt habe. Zumindest, dass ihr schon mal so vom Gameplay so einen kleinen Eindruck habt. Winziger Jans haben wir schon. Ein Flugpunkt, ein Flugpunkt. Den nehmen wir doch mit, den nehmen wir doch mit. Quest beenden, annehmen. Rein storytechnisch mag es auch interessant sein, sich mal das durchzulesen, aber ich bin mehr so der levelt. Gegen das Leveln habe ich nichts. Ein Kojotenschwanz. Und wollen Sie noch einen Kojotenschwanz? Tja. Matsch. Noch ein Kojote. So, noch mehr Matsch. Den Reißer brauchen wir nicht, könnten wir trotzdem machen. Und da das durch den Könnten da ist, machen wir es nicht. So ganz nebenbei, wo das, wenn das Questen anfängt für mich nervig zu werden, dann lasse ich jetzt auch sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da ist der Ramob. Machen wir erstmal den Kojoten. Und dass das überhaupt aufklöppt, ist NPC-Scan zu verdanken. Ein kleines Add-on. Ansonsten übersieht man Ramob sehr gerne. Der Zauber ist noch nicht bereit. Geht doch. So, und da ist er. Level 10 sollten wir eigentlich platt kriegen. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. So, wir haben uns noch mal ein paar Sekunden Luft verschafft. Eins, zwei, das war er. Und auf Level 10 selber könnte er sogar wirklich eine Herausforderung darstellen. Da ist ein Häuser, da ist nochmal Matsch. Ja, und nach dem Kojoten
Oh, die nächsten beiden Quests. Jawohl, die Quest haben wir fertig. Voltolos können wir ausklammern. Zack. Ah, den sollten wir vielleicht noch ins Reich der Toten versetzen. Das hält immer noch auf. Tod ist das. So. 12 Kobolde töten und nebenbei die Male im Schrecken. Ist doch im Rahmen des Machbaren. Getötet. Noch einen Butler. Und noch einen. Und die Robe bringt uns tatsächlich was. So als Magierintelligenz, als Hauptattribut. Das Job. Der Zauber ist noch nicht bereit. Das ist, wenn man zu schnell klickt. Dann kann das mal passieren. Sollte nicht, kann. Bald Level 14. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Oh, hinten war so. Es war absolut nicht die Magier-Spielweise, aber im Low-Level-Bereich funktioniert das noch. So, letzter Kahnschlag. So, Level up. Jetzt können wir schieben. Meisterbuddler. Wo ist der? Hat sich der denn versteckt? Ah, gucken wir später. Kobold-Buddler, Ich glaube, den Meisterbuddler machen wir doch. Ach, machen wir wohl. Auch gut. Wenn er schon auf unserem Weg liegt, dann können wir ihn direkt mitmachen. Und so viel Leben hat er jetzt auch nicht. Health Point, HP. Glock und jüngere Robe der Intelligenz. 3 Intelligenz ist noch besser. Nehmen wir.
Reichtum und Macht. Wer möchte das schon nicht? So, damit haben wir das auch erledigt. Jetzt gehen wir die Quests abgeben. Und alles andere interessiert uns jetzt nicht. La 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 la. So, Button für Healerboard. Button für Big Bigs. Aufspüren. Healerboard. DBM-Button fehlt mir aber irgendwie. Hat sich der versteckt? Egal, kümmere ich mich das nächste Mal dran. Drum. Erstmal Quests abgeben. Und im nächsten Part Kriegssimmschlucht Arati-Becken. Kerze für den Stab oder Spieß. Nehmen wir die Kerze. Brauchen noch eine Einhandwaffe. Rohlinge belauschen. Ja, das können wir auch noch machen. Rohlinge belauschen. Ja, mit Level 18 kriegen wir erst den nächsten sinnvollen Spell, Arkane Explosion. Und Arkane Geschosse dann noch 24. Und dann haben wir eigentlich schon die Standard-Rota-Geschichten durch. Das lädt immer noch auf. Und der nächste. Dann haben wir die Rohlinge durch. Ein Toter. Was kann ich für euch tun? Das Licht segne euch. Seid vorsichtig. Ja, machen wir aber jetzt nicht. Wie gesagt, nächster Part wird ein kleiner Special Part mit 2 BGs. Habe ich zumindest vor. Zur Not logge ich dafür auf einen großen Charakter. Naja. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es dann heißt Let's Play WoW Mr. Fandaria mit dem Mage, dem Eisblob, der ein Arcan-Mage ist und beim nächsten Part BGs machen soll. Wenn es nicht klappt, logge ich halt auf einen größeren Charme, einen Gnomen-Mage und mache mit dem 1-2 BGs, damit ihr diese seht. Also die jetzt aktuellen seht. Die möglichen. Oh. Naja, bis zum nächsten Mal.